Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ja, heute gucken wir uns diesen schnieken Oldschool-Binder an und was sich darin befindet und ob sich hinter diesem schicken Cover nicht der ein oder andere Schatz verbirgt, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ja, ihr habt abgestimmt gestern im Community-Beitrag und ihr hattet die Wahl zwischen einem Oldschool-Binder Unlimited, also keine Erstauflagen, sondern nur Unlimited-Exemplare, und einem Oldschool-Promo-Binder, und der hier hat das Rennen mit 60% der Stimmen gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch genügend den Beitrag gesehen, denn es gab auch noch ein paar allgemeine Informationen zur neuen Blacklist etc. Jedenfalls hat mich das nicht gewundert, war mir irgendwie schon klar, dass der hier gewinnen wird. Ihr werdet euch wieder mal mit einem Restchenbinder zufrieden geben müssen. Ihr wisst ja, den richtig kranken Shit, den hebe ich mir für die Ausstellung auf. Für alle Neuen, die jetzt noch dazugekommen sind. Ich weiß, es ist nicht so offensichtlich, wenn man meinen Kanal besucht. Ich plane eine Ausstellung tatsächlich, eine feste Ausstellung, also etwas, das immer da ist. Nichts, was nur einmal aufgebaut und dann wieder abgebaut wird. Und um mir eben über meinen YouTube-Kanal nicht meine eigene Kundschaft zu klauen, weil sie dann sagen, ja, hab ich schon auf YouTube-Kanal gesehen, muss ich nicht mehr hinfahren, gibt es einige Karten, die ich auf meinem Kanal nicht zeige. So, dazu gehörten bis jetzt eigentlich nur Preiskarten. Also die Super Rare Replikas ausgeschlossen, also die Ultra Rare Preiskarten, die richtig seltenen. Und meine Upper Deck Seals, also die Sonderkarte sozusagen. Die zeigte ich nicht auf meinem Kanal. Und jetzt ist es so, dass die Super Rare Preiskarten auch mit dazu gekommen sind auf die Liste. Ich habe auch alle Videos gelöscht, in denen sie vorkommen, zumindest die ich gefunden habe. Und auch Retro Pack Secret Rares sind jetzt auf der Blacklist. Die DDS Sets sind auf der Blacklist. Exodia, LOB Exodia, Blue Eyes, Dark Magician und Red Eyes sind auf der Blacklist, werden auch nicht mehr gezeigt, und noch ein paar Sachen mehr. Ja, darum soll es heute aber nicht gehen. Jedenfalls ist das hier ein Restchenbinder. Ihr wisst, wenn bei der Vorsortierung irgendwas überbleibt, das halt nicht mehr in die Ordner passt, dann kommt es in einen Extra-Binder. Das sind halt dann keine 20 Exemplare pro Karte drin, sondern halt, was weiß ich, zwischen 1 und 10 oder so. Und dementsprechend haben wir das heute. Hier ist ja deswegen nichts Schlechtes. Aber ich bin ja ein lieber Junge, das wisst ihr ja. Und deshalb mache ich euch das Angebot eures Lebens. So, das hier ist auch ein Restchenbinder. Allerdings einer, in dem ihr ausschließlich First Edition Karten finden werdet. Und zwar ausschließlich von Sets zwischen LOB und eben Flaming Eternity. Wenn ihr den sehen wollt, bald kommt ja das Gastvideo bei Renebrain, dann möchte ich, dass ihr mir helft, diesen Kanal bis Mitte nächsten Monats, also quasi bis circa 15. Februar, auf 4000 Abonnenten zu pushen. Renebrain wird schon pushen, ich rechne mit so einem Zuwachs von 300 bis 500 Leuten. Ist schon mal ein Anfang, ihr könnt mitmachen, Werbung machen. Ja, ihr wisst schon, was man eben so tut. Und dann kriegt ihr den hier zu sehen. Ich kann auch mal die erste Seite zeigen, so als kleines Guzzi. Ich muss das ohnehin noch umordnen, weil das chronologisch eigentlich in einer total beschissenen Reihenfolge ist. Ihr seht, wir fangen hier mit Pharaonic Guardian an. Und hier haben wir zwei LOD-Karten. Also ich muss das erst noch nach Sets sortieren. Jedenfalls ist das so das übrig gebliebene der First Edition Karten. Und ihr seht hier schon direkt 7-mal Ring of Destruction aus Pharaonic Guardian, 2-mal aus LOD, den Dark Ruler Hades und so weiter. Das hier ist richtig krasser Stuff drin. Ich denke, da kommen wir auch so an Wert 40.000 Euro oder so locker hin. Genau, also das bekommt ihr dann zu sehen, wenn ihr mir da helft. Und jetzt, nach fast 4 Minuten Video, fangen wir mal mit dem Ordner an, um den es heute eigentlich geht. Und das wäre, wer hätte es gedacht, dieser hier. Also schlagen wir mal die erste Seite auf. Wie im Community-Beitrag schon angepriesen, haben wir hier drin Dark Beginning, Dark Revelation, Retro Pack und eben Booster Holos von LOB bis, LOD war es nicht. Ich hab's vergessen. Die werden es auf jeden Fall sehen. Auf jeden Fall von LOB bis Schlag mich tot. Bis weit nach Labyrinth of Nightmares. So, hier vorne haben wir jetzt erstmal so ein paar Dinge, wo ich noch ein Exemplar jeweils übrig hatte. Da haben wir hier einen Blue Eyes, einen Jinzo, wir haben eine maskierte Bestie, Schnappstahl, Kraft der Magie, feuerliches Begräbnis, verräterische Schwerter und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hier die üblichen Verdächtigen, man kennt sie. Ist eine wunderschöne Seite, wie ich finde. Ich freue mich auch schon, wenn der ganze Pump hier in die Magnethalter wandert.
So vom Aufbau her fände ich die Seite jetzt nicht so cool, wegen dem da oben, das speist sich irgendwie mit dem da unten, aber trotzdem, die einzelnen Karten so an sich sehen halt wirklich gut aus. Ich denke, mehr braucht man dazu nicht sagen, das sind halt wirklich die alten Bekannten, man kennt sie. Jinzo ist natürlich ein Ultra Rare, was natürlich optisch wieder was anderes hermacht als der Secret Rare Jinzo, da kann man sie jetzt aussuchen, was man mehr mag, wenn man so möchte. Dann kommen wir auf die zweite Seite und da muss ich jetzt den Binder hier so ein bisschen schwupp zurechtdrücken. Da haben wir hier zweimal aus Dark Beginning die Wiedergeburt, Überläufer Raigeki, hier unten ein Playset des dunklen Gelehrten. Ich finde übrigens den Farbunterschied krass. Ist halt so, ja, keine Ahnung, das war halt früher einfach so, ist ja heute auch teilweise auch noch so, dass die Farben manchmal so ein bisschen abweichen. Dann haben wir den schwarzen Totenkopfdrachen. Ja, natürlich auch eine wunderschöne Karte, wenn man die hier mal rausholen darf. Boah, guckt euch das an. Ist das nicht wunderschön? So einfach perfekt. Wunderschön auf jeden Fall, da freue ich mich auch schon drauf. Den sehe ich tatsächlich in Super Rare aus Dark Beginning recht selten. Und ich finde es bei Dark Beginning auch cool, dass die Karten immer in so einer anderen Rarität geprintet wurden. Jetzt nicht immer, aber immer mal wieder. Wiedergeburt und Überläufer sind natürlich in der gleichen Rarität, klar. Raigeki kennen wir ja so schon aus dem Retro-Pack in Ultra Rare. Aber es ist Sachen wie Schwarzer Totenkopfdrache, Goblin Angriffstrupp aufgegeben, Blue Eyes Toon Dragon und so weiter. Sind einfach eine coole Sache, wenn man Bock auf eine andere Rarität hat. So, dann machen wir weiter mit den Summoned Skulls hier oben aus, wir sind immer noch bei Dark Beginning 1, genau. Makura, der Zerstörer, der geht, glaube ich, sogar ein bisschen was, weil er irgendwie im Goat spielbar ist oder irgendwie so. Megawandler im Playset, hier unten dann den Waffenstillstand. Hier ist 6-mal Ruf der Gejagten, den habe ich nämlich in Super Rare wirklich zum Saufüttern. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Doppelseiten nur voll mit Ruf der Gejagten aus Dark Beginning. Ja, aber coole Karte wirklich. Ich finde auch die Lost Art cool von denen. Ich hoffe, man kann hier alles halbwegs gut erkennen, aber ich denke doch, dass man das, also zumindest über Kamera sieht das so aus, als würde man alles eigentlich ganz gut sehen. Ja, machen wir weiter mit der nächsten Seite. Dann haben wir hier nochmal einen Playset-Waffenstillstand. Wieder 2 Deutsche, eine Englische, wie auf der anderen Seite auch. Dann haben wir hier 4-mal Topf der Gier. Das ist, denke ich mal, eine Karte, die aus Dark Beginning auch ein bisschen was gehen dürfte. Ne? Einige Euros. Hier Verbrecher-Duo ist, glaube ich, auch recht teuer. Die war sogar mal eine Weile teurer als ihr Original-Print aus Magic und Spellruler. Ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber es gab eine Zeit, da war das tatsächlich der Fall. Da war die auch gefragt. Also ich habe da auch immer wieder gesehen, dass die Leute speziell nach dem Exemplar aus Dark Beginning gesucht haben. Keine Ahnung. Vielleicht finden es die Leute hübscher. Vielleicht denken sie auch, dass die Karte aus Dark Beginning einfach mehr kann. Ich weiß es nicht. Es ist für mich ein Mysterium. Aber es war auf jeden Fall so. Dann haben wir hier Big Shield Gardener. Aus Dark Beginning, finde ich auch mega cool, gibt es ja aus dem Tournament Pack 5, glaube ich, also Super Rare, aber hier ganz ehrlich, die Ultra Rare aus dem Set gefällt mir einfach mit am besten. Ja, also, wenn man die mal rausholt, wunderschön, also eine ganz tolle Karte mit einem super, super schönen Artwork. Dann haben wir hier 5-mal das 1000-äugige Opfer aus Dark Beginning, selbe Rarität wie aus Pharaoh's Servant. Man hätte es auch Super Rare machen können, wobei es die aus DL1 schon als Super Rare gibt. Oder Secret Rare, da gibt es das natürlich auch in der Master Collection, aber Ultra Rare nochmal, ich weiß ja nicht. Trotzdem coole Sache auf jeden Fall. Buster Blader, der geht glaube ich in etwa einen 5er aus Dark Beginning aktuell. Kaiserlicher Befehl dürfte glaube ich noch ein bisschen teurer sein. Warum zur Hölle habe ich hier noch 2-mal Verbrecher-Duo? Wir sind immer noch bei Dark Beginning, oder? Oder? Ja, doch, tatsächlich. Keine Ahnung, habe ich einen Sortierfehler gemacht. Wie auch immer. Jedenfalls, kaiserlicher Befehl. Dann hier schön die rotäugigen schwarzen Drachen. Den gibt es ja tatsächlich, obwohl er das gleiche Artwork hat. Gibt es den ja in 2 verschiedenen Farbvarianten. Ich glaube, die alternative Färbung kommt aus PCJ oder so. Da sind die Wolken nämlich nicht so grünlich, sondern halt eher schwarz oder rot oder irgendwie so. Aber ansonsten ist das Artwork genau das gleiche, nur dieser grüne Touch ist irgendwie anders bei der Karte, keine Ahnung. Nur mal so ein Fun-Fact, den ich mal erwähnen wollte. Dann ein Playset Dark Magicians aus Dark Beginning, kennt man aber auch in der Rarität schon aus der Legendary Collection 1, wobei die Print-Qualität hier natürlich viel besser ist, ist ja klar. Die Legendary Collection 1 Prints waren wirklich grottig. Ja, dann kommen wir langsam aber sicher. Hier oben haben wir noch Dark Beginning 1. Jetzt kommen wir aber dann zu Dark Beginning 2.
Da gab es auch einiges an coolen Karten. Wir haben Wächter Sphinx zum Beispiel, sehr schön, die kam ja original aus Fallen Guardian, auch in Ultra Rare, oder Don Saluk, mega coole Karte. Royal Decree hier unten ist so vom Finish her, ja, und vom ganzen Print her, ist die genauso wie die aus dem Tournament Pack. Ich habe wirklich erst gedacht, das sei eine Tournament-Pack, aber da habe ich gelesen, hä, okay, was, Dark Beginning 2? Weil, keine Ahnung, also wenn man jetzt zum Beispiel die beiden hier, die kommen aus demselben Set, aber das Finish ist ja komplett anderes. Wahrscheinlich ist die Ami oder so, I don't know. Auf jeden Fall, sie hat Englisch. Keine Ahnung. Dann haben wir oben Gebieterischer Ritter, hier unten Cyberstein, das sind übrigens die einzigen drei Rares, die hier drin sind, ansonsten ist wirklich alles Holo, keine Sorge. Aber Cyberstein ist einfach halt eine mega coole Karte auch. Na, also... Ich finde sie tatsächlich von der Optik her, rein optisch, ich habe ja auch die Preiskartenexemplare, 5 Stück an der Zahl, ich finde die schöner als die Preiskarten in Ultra Rare, muss ich ganz ehrlich sagen. Rare ist eine Rarität, die macht die Karte absolut sexy. Ist halt einfach so, ja. Da kann die Ultra Rare die Preiskarte leider nicht mithalten. Dann habe ich hier Desart der Große, war glaube ich auch aus Foreign Guardian und ursprünglich eine, hier, Ultra Rare, und oben Gebieterische Ritter und halt der Gaia, das waren ja die Tinbox Promos, die man übrigens auch in dem Promo-Ordner gesehen hätte. Ja genau, hier haben wir noch ein paar mehr von diesen Tinbox Promos, ausgebildeter keltischer Wächter, Insektenkönigin, totale Abwehr schon gut, also die Karten wurden hier tatsächlich auch nochmal gereprintet und sind dementsprechend natürlich immer so ein bisschen wertiger als die Promos, da die halt seltener sind, denn die musste man ziehen und hatte nicht die Garantie, sie zu bekommen sozusagen. Susa der Soldat, auch eine schöne Karte. Katapultschildkröte ursprünglich aus Metal Raiders, glaube ich. Auch super rare, finde ich jetzt eher weniger spektakulär, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Auch den Kreaturentausch, der hier ursprünglich, glaube ich, aus LOD kam. Ist jetzt nicht so spannend aus dem Set, sage ich mal. Aber ich finde es cool, dass viele Karten, die in Mainsets zu, also die in Mainsets released wurden, die bei uns nicht auf Deutsch erhältlich waren, wie Foreign Guardian, Magician's Force, Legacy of Darkness oder so, dass die Karten dann hier innerhalb dieser Dark Beginning und Dark Revelation Reihe ihre Reprints gefeiert haben. War nicht mega cool. Ich glaube, jetzt kommen wir zu Dark Revelation sogar schon. Dark Revelation 1. Ja, da haben wir natürlich wieder ein paar richtig schöne Klassiker am Start. Da hätten wir zum einen den Erzunterwälder der Blitze oder den Chaos-Herrscher-Magier. Oder nee, Chaos-Beherrschender Magier heißt der. Berserker-Drache, eine absolut coole Karte. Reflektor-Lamp, auch cool. Mystischer Schakalkrieger, sehr ägyptisch. Auch der Paladin, mega cool. In Magician's Force war der ja eine Ultra-Rare. Ultra Rare passt ein bisschen besser, aber auch in Super Rare sieht er sehr schön aus, vor allen Dingen halt mit diesem Layout einer Ritualmonsterkarte. Ein Playset Exodia Necros, das war tatsächlich nach Dark Crisis so der erste Reprint der Karte. Also es ist schon ein Reprint-Set gewesen, das wirklich, wirklich gut war. Und das ist halt auch das, was mir so ein bisschen fehlt. Also wenn wir heutzutage Reprint-Packs haben, dann sind das häufig irgendwelche Only-Holo-Sets. Also ich rede jetzt hier gar nicht mal so von den Megatins, das finde ich noch ganz cool, das ist noch so ein bisschen Legendary Collection mäßig aufgemacht, aber so Sachen wie Dual Power oder so. Und da wird das Zeug rausgeschissen, ja, da ist halt kein Wertigkeitsgefühl mehr hinter. Hier bei den Karten, es sind Reprints, keine Frage, es ist nicht First Edition, es gab sie schon mal, aber sie sind trotzdem selten und wertvoll. So, weil man es halt nicht so hart übertrieben hat. Hier, bei den heutigen Karten, ist es halt so, dass man sich denkt, ja, gib ihm, ja, und das, keine Ahnung, das ist so eine, gefällt mir nicht. Gefällt mir wirklich nicht, auch wenn die Prints tatsächlich recht cool sind. Dann haben wir hier natürlich den Dark Paladin, ich denke mal, einer der gesuchtesten und beliebtesten Karten aus Dark Revelation. Brecher magischer Krieger, Entzauberer natürlich, zweimal Double Spell, Sargverkäufer, sehr cool. Shinato kostet, glaube ich, auch ein Zehner das Stück schon mittlerweile in Super Rare. Oder hier der dunkle Magier des Chaos, auch sehr begehrt, denke ich mal. Wir sind übrigens mittlerweile bei Dark Revelation 2, nur damit das mal vermerkt wurde. Auch die Karte Frage, sehr cool. Ich denke mal, diese AST-Reprints waren jetzt nicht so gefragt, denn Ancient Sanctuary kriegst du erstens OVP immer noch im Verhältnis recht häufig her. Und die Karten aus dem Set sind in der Regel First. Also es ist beinahe schon schwierig, eine Unlimited zu kriegen. Also bei den Hunderten von AST-Holos, die ich in First habe, habe ich vielleicht 50 oder 60 Stück, die Unlimited sind. Das ist wirklich verhältnismäßig verschwindend gering. Aber trotzdem waren sie dabei, trotzdem cool. Vor allen Dingen Erzlord Cerato ist einfach eine wunderschöne Karte. Ne? Das muss man einfach mal so sagen, mit diesem Neongrün. Also dieses Cerato-Thema ist im Allgemeinen wunderschön. Wirklich ganz, ganz toll. Ja, und hier Debil Macera, den hatten wir auch schon in The Lost Millennium als Ultra Rare.
Oder lieber ein Drache, der da los. Also ich finde jetzt Dark Revelation 2 bis auf einige Karten nicht ganz so spektakulär wie Dark Revelation 1. Da fand ich das 1er schon ein bisschen besser. Hier haben wir natürlich noch zweimal den schwarzglänzenden Soldaten, der auch recht teuer ist tatsächlich. Ich glaube, einer der Chase-Karten aktuell aus dem Set. Aber ich schwöre, ich habe so viel von dem. Ich habe allein mit dieser neuen K-Sammlung 9 Stück von dem mitbekommen. Alle Mint gewesen. Und hatte davor schon einen Riesenhaufen, also glaube ich 30 Stück von dem aus Dark Revelation. So, dann habe ich nochmal 10 oder 15 aus Invasion of Chaos Unlimited und nochmal das gleiche in etwa in First. Ne? Also, und dann kommen ja noch die Secret Rares und die Super Rares und hast du nicht gesehen. Also ich kann wirklich in BLS saufen. Ja genau, ansonsten sind die Reprints hier nicht so spektakulär. Alles Sachen, die man kennt. Hier oben Insekten, Prinzessin in Ultra Rare gab es aus Invasion of Chaos. Aber auch wenn es Invasion of Chaos Ultra Rare war, war das genau die, die man eigentlich nicht haben wollte, in Anführungszeichen. Man wurde halt damit so zugeschissen. Also ich habe auch schon so ein paar Random Booster Invasion of Chaos aufgemacht. Vielleicht in meinem ganzen Leben 100 Stück an der Zahl. Also nee, was heißt in meinem ganzen Leben, kann man schon so sagen. Und wenn ich was gezogen habe, außer einer Super Rare, dann war es in der Regel diese Insektenprinzessin und genau das zieht sich auch heute noch durch. Es vergeht kein Invasion of Chaos Opening im größeren Stil, wo nicht mindestens ein oder zwei Insektenprinzessinnen dabei sind. Was will man tun? Ja, wir sind immer noch bei Dark Revelation 2, zumindest auf der Seite. Hier geht es dann los mit Dark Revelation 3, glaube ich, also zumindest ab hier. Genau, finstere Spiegelkraft, hier Invasion of Chaos DD Bezeichner, das ist ja wohl die Super Rare, mit der du in dem Set richtig zugeschissen wurdest. Das vielleicht noch ganz cool, finstere Spielkraft, aber die war ja selbst in Ultra Rare unbeliebt aus dem Original-Set. Ja, ist halt nicht ganz so spannend wie Dark Revelation 1, wie bereits gesagt. Das 3er ist jetzt auch nicht so spannend, wie ich finde. Interessant wird es erst wieder beim 4er. Da haben wir halt hier die Monarchen, die hier in Super Rare in Reprint gefeiert haben. Das hatten sie aber auch im Original-Set schon, diese Rarität. Hier vielleicht ganz cool der SOD-Reprint. Eines bewaffneten Drachen Level 7. Ich habe nochmal einen drüben liegen. Den hätte ich am liebsten da noch mit reingeklatscht, aber da wird halt wieder ein neuer Binder fällig, sage ich mal. Ein neuer Reste-Binder. Also ihr seht, oder hier, diesen vielleicht auch noch ganz interessant. Die Infernos, aber ansonsten, denke ich mal, ist das nicht so spannend. Hier sind die kümmerlichen Überreste aus Dark Revelation 4. Wir haben hier oben Dragon's Mirror, der das Stück, glaube ich, ein Fuffi ging. Zumindest meiner letzten Erkenntnis nach. Uria ist auch recht teuer, 60, 70 Euro glaube ich. Und das hier ist jetzt halt so ein richtiger Schatz, der hier noch übrig ist. Secret Rare Exarion Universe. Der ging mal eine Weile 400 Euro. Ich glaube, der ist jetzt aber irgendwie auf 130 oder so gedroppt. Nichtsdestotrotz eine richtig, richtig seltene Karte. Ja, also gibt es natürlich in derselben Rarität auch aus der Tinbox. Aber das Set macht es in dem Fall. Und die ist halt wirklich unglaublich selten. Unglaublich selten. Unglaublich. Die findest du fast nirgends mehr. DD Krieger ist, glaube ich, noch ein bisschen seltener. Der geht jetzt aktuell noch 400 Euro. Aber ja, ist auf jeden Fall eine recht coole Sache. Und ja, was soll man sagen? Wie gesagt, auch die Dragon's Mirrors gefallen mir sehr gut. Also so die vier Karten hier plus ihm hier sind auf jeden Fall recht selten. Ich glaube, der Cyber End Dragon geht auch noch ein bisschen was. Aber die drei hier, die sind eigentlich bezahlbar. Ich glaube, der kostet 17 und die kosten irgendwie 20 oder so. Das ist eigentlich noch vertretbar dafür, dass es Dark Revelation 4 ist. So, die zwei sind auch noch Dark Revelation 4. Und hier geht es jetzt los mit dem Retro-Pack. So, da haben wir hier natürlich erstmal eine Raigeki. Dann geht es weiter mit den Promos. Die sind ja alle recht billig. Das sind auch Promos, das sind die Blister-Promos, die Green Baboon. Die sind tatsächlich noch am seltensten im Verhältnis, aber gehen trotzdem nichts. Ja, und dann geht's los mit Aufgegeben. Die ist einiges wert, ich glaube 30, 40 Euro war die wert oder so. Selbe Rarität wie Spellruler und Starter Deck Pegasus. Ob es das jetzt gebraucht hat, hätte auch eine Retro-Pack Secret werden können. Dann hätte man wie gesagt, aber Julia, die gibt's doch auch aus dem Master Collection Set. Ja, aber als Secret wäre es dann vielleicht nicht ganz so inflationär gewesen mit der Ultra Rare. Dann haben wir natürlich eine Wiedergeburt, verräterische Schwerter, same Rarity wie LOB halt, ne? Oder auch hier Hellpilmer, selbe Rarität wie Faroni Guardian. Ist, ja, nicht so spannend, sag ich mal. Die sind cool, die Rot gegen schwarzen Drachen, die kosten auch gut Asche. Also,
Ja, nicht von schlechten Eltern. Ich denke auch der Drachenmeister Gaia geht ein bisschen was. Hier sind im Allgemeinen so ein paar Karten dabei, die in 1 oder 2 Euro gehen. Ich glaube auch die Sündenböcke gehen ein bisschen was. Die sind ja auch in Ultra Rare geprintet. Tatsächlich eine Rarität, die es ansonsten halt nicht gibt. Die gibt es ja, glaube ich, nur in Secret, Super und halt in irgendwelchen Billo-Raritäten und halt in Ultimate Rare aus dem OTS Tournament Pack. Oder war das noch Astral Pack? Nee, das muss OTS Tournament Pack gewesen sein. Nochmal zwei herbeigerufene Totenköpfe in Super Rare. Hatten wir ja auch schon aus Dark Beginning. Dasselbe gilt für den Goblin-Angriffstrupp. Für feierliches Urteil, die wir hier ja zweimal haben. Also ihr seht, die Raritäten wiederholen sich immer so ein bisschen. Ich finde den Sangha-Print auch noch ganz cool, muss ich sagen. Ist auch eine sehr schöne Sache. Aber mehr gibt es dazu, da, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Wie gesagt, die Prints sind alle Niermint bis Mint. Ich habe einen großen Retro-Pack-Ordner. Der macht schon wirklich hier so auf, sozusagen, vor lauter Hüllen. Da werde ich mal die Hälfte davon in den zweiten Ordner packen, wo nur Secret Rares drin sind. Die muss ich vor allen Dingen mal in die Magnethalter packen, jetzt wo ich eine ziemlich günstige Quelle bekommen habe. Genau, die sind noch aus dem... Nee, die sind noch aus Dark Revelation, genau. Da habe ich ab und zu noch welche reingemogelt. Ich bin ein Schlingel. Und jetzt kommen wir zu LOB. Und das sind halt wirklich kümmerliche Überreste, die jetzt kommen, ja, was halt noch so übrig geblieben ist. Haben wir hier oben halt einen Unlimited Blue Eyes, der geht ein bisschen was, die Red Eyes sind auch nicht von schlechten Eltern und auch die LOB Dark Magicians sind in der Regel noch bezahlbar. Da oben haben wir noch einen vierten. Aber ich denke, das kennt man alles, da muss man nicht großartig viel zu sagen. Ich finde halt den Print irgendwie total lustig, weil er halt viel, viel, viel heller ist als jetzt, keine Ahnung, die anderen Prints. Also wenn man da mal zum Vergleich den hier nimmt, ne? Also ihr seht, das ist wirklich noch ein alter Print und das hier, das scheint mir so, als käme er zum Beispiel aus diesem Legendary Collection 1 Reprint, also der wirkt schon sehr modern von der vom Foiling her, sage ich mal. Ja, vielleicht spricht aber auch bloß wieder die Ahnungslosigkeit aus mir, wer weiß. Ein paar random Teile, woran liegt das? Ganz einfach, ich habe, wo ich mit dem Magnethaltern angefangen habe, als allererstes alle LOB Exodia-Köpfe, die ich hatte, die Firsts und die Unlimiteds, habe ich im Magnethalter gepackt. Das heißt, ich habe keine LOB-Köpfe mehr, die nicht in Magnethaltern sind. So einfach. Zumindest nicht aus LOB. Also aus anderen Sets vielleicht, aber halt nicht aus LOB. So. Dann haben wir weitere Teilchen, ein paar mystische Elfen. Mystischen keltischen Wächter, Curse of Dragons, Wiedergeburten, die sind vielleicht noch ein bisschen was wert, auch Unlimited, aber wahrscheinlich auch nicht die Welt. Also Unlimited wird man halt nicht reich mit dem Zeug, sage ich mal. First Edition wäre das hier natürlich prickelnd, sage ich mal. Da das aber nicht der Fall ist, ist hier halt der Wert nicht gegeben, aber sieht natürlich wunderschön aus, ne? Muss man so sagen. Also auf jeden Fall eine coole Sache, cooler Restchenbinder. Hab schon lange nicht mehr reingeguckt, um ehrlich zu sein. Jetzt erst kurz bevor ich das Video, bevor ich das Video gemacht habe, sondern kurz bevor ich den Beitrag geschrieben habe. Ich plane ja das Video schon seit dem Wochenende, also seit Freitag sozusagen. Und ja, immer wieder selbst von mir überrascht, was man dann da wieder alles drin findet. Mit einem Kartenpool von 560.000 Karten in etwa, da vergisst man halt schon ab und zu mal so ein bisschen, was man so alles hat und was nicht und vor allen Dingen in welchen Mengen. Ja. Genau, genug geplappert, machen wir weiter. Zweimal Flammenschwertkämpfer, eine epische Karte, zweimal Polymerisation, ein paar Swords of Revealing Light, zwei Menschenfresserkäfer, ein paar Fallgruben, ein paar schwarze Löcher. Man kennt's, nichts Großartiges, auch alles schon 20.000 Reprints gesehen, außer Menschenfresserkäfer und der Flammenschwertkämpfer. Aber ansonsten hat der ganze Shit schon so viele Missprints, wollte ich schon sagen, so viele Reprints gesehen, da fallen einem ja alle Haare aus sozusagen, deswegen sind natürlich auch die Unlimiteds kaum noch was wert. Ich denke, wenn es weniger Reprints der jeweiligen Karten hier gäbe, wie Fallgrube, verräterische Schwerter, Polymerisation, schwarzes Loch, so, dann wären die auch als Unlimiteds noch ein bisschen wertvoller, aber da halt wirklich der Markt überflutet mit Reprints ist aus irgendwelchen Gold Editions und Yugi Legendary Decks und Common Structure Decks, dann hast du nicht gesehen, ist dem halt nicht so. So, dann kommen wir zu Metal Raiders. Hier oben nochmal ein Playset aus LOB, die Fallgruben. Da haben wir als allererstes mal vier Torwächter. Auch bei diesem Torwächter hier erscheint mir das Foiling recht modern. Bei den anderen drei jetzt eher weniger. Da haben wir noch das alte Foiling. Da haben wir zweimal die Spiegelkraft aus Metal Raiders, zweimal hier unten den schwarzen Totenkopfdrachen. Also ich muss sagen, so diese
Dinger hier finde ich halt wirklich mega cool. Dann hier natürlich die Teile für den Torwächter. Da habe ich halt das letzte Set nicht ganz zusammenbekommen, leider Gottes. Hat mich ein bisschen geärgert fürs Gesamtbild, aber mein Gott, was will man machen? Das stört mich jetzt auch nicht weiter. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich glaube, der Torwächter, der geht auch ein bisschen was in Unlimited. Ich glaube, nehmen 20 Euro oder so. Ich glaube, auch der schwarze Totenkopfdrache dürfte so vielleicht 15, 20 Euro gehen, Unlimited. Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Gefällt mir extrem gut. Und ja, schauen wir auf die nächste Seite. Da geht es natürlich schick weiter mit den herbeigerufenen Totenköpfen. 5 Stück an der Zahl. Weiß es gar nicht, was die so in Unlimited gehen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Karte, sehr schöne Karte auch. Dann geht es natürlich wirklich beeindruckend weiter mit feierliches Urteil, für dich kriegst du immer ein bisschen Geld sozusagen. Pistolendrachen, 2x Überläufer, also das ist wirklich cool. Metal Raiders hält auch sehr viel Interessantes im Unlimited-Bereich bereit. Natürlich sind jetzt auch Sachen wie Garnese Elefantes nicht so spannend. Auch hier mal wieder so einen ziemlich hellen Print, der vom Foiling her recht modern wirkt. Aber ansonsten Überläufer, herbeigerufener Totenkopf, Pistolendrache, das sind alles so Dinge. Also da kann man schon, ich sag mal, ein bisschen Geld da lassen, wenn man sich das kaufen möchte, zumindest so in der Menge. Ich denke mal, so Einzelexemplare, Unlimited, da kann man für kleines Geld gut was kriegen, aber wenn man jetzt so ein bisschen massiger sammelt wie ich, dann darf man auch für so Unlimited-Exemplare schön dreistellig blechen, sage ich mal. Und ja, ist aber eine schöne Seite auf jeden Fall, gut zum Hingucken, schön zum Ansehen, muss ich sagen. Vielleicht blätter ich da heute Abend nochmal in aller Ruhe durch. Dann geht's weiter mit den Super Rares. Kuribo geht ja tatsächlich in First schon, ich glaube 10 Euro oder so. Unlimited ist es natürlich wahrscheinlich wieder ein Cent-Artikel, aber einfach eine absolut klassische Karte. Das ist Kuribo und nicht sowas wie Kurivolt. Finde ich mega cool, die Harpien-Schwestern. Ich weiß gar nicht, ob es eine Zensur gab, ich glaube aber schon. Ne? Dann haben wir noch so schöne Sachen wie zum Beispiel den doppelköpfigen Donnerdrachen, auch cool. Oder hier nochmal ein paar Ultras, die 7 Werkzeuge des Banditen. Da gab es ja mit dem Horn of Heaven immer so einen schönen Misprint, auch aus Metal Raiders gewesen, wo dann halt die Namen vertauscht waren. Also die 7 Werkzeuge des Banditen mit dem Namen Horn des Himmels und eben umgekehrt. Auch sehr cool. Auch mal schön zu mitnehmen. Dann haben wir, ja, Horn des Himmels. 4-mal. Nochmal 2 Werkzeuge des Banditen, 6 magische Störungen. Genau, natürlich Ehrung der Verdammten hat ja auch in WGRT einen Super Red Print gehabt, einen richtigen Spam Print sogar, Limited Edition glaube ich war das. Ja, aber der Print ist natürlich um einiges schöner. Ist ja klar, nochmal die Katapultschildkröte 2-mal. Und machen wir mal weiter und gucken, was uns auf der nächsten Seite erwartet. Da erwartet uns Spell bzw. Magic Ruler. Ich habe Spell und Magic Ruler nicht getrennt, die sind hier zusammengeschmissen, weil das für mich ein Set ist, das einfach nur umbenannt wurde. Da gab es ja damals diesen Clinch mit Magic the Gathering. Deswegen mussten die das Set ja umbenennen. Deswegen auch immer MRL und SRL. Merke, die Magic Ruler Karten sind in der Regel ein bisschen wertvoller als die Spell Ruler Karten. Da etwas seltener. Wir haben hier, ich glaube... Nee, die sind alle vier Serpents sind aus Magic Ruler. Keine aus Spell Ruler. Sehr cool. Die hier ist, glaube ich, sogar Ami. Wobei mich Ami nicht interessiert, aber es gibt ja viele von euch, die auf sowas geiern. Dann haben wir die Thunjungfrau, auch eine coole Karte tatsächlich. Auch der herbeigerufene Thunschädel ist eine sehr coole Karte, muss ich sagen. Also Spell und Magic Ruler, das war schon ein Set zum Dahinschmelz mit wirklich sehr schönen Artworks. Finde ich tatsächlich auch cooler als Metal Raiders tatsächlich. Witzigerweise, ich finde zum Beispiel LOB, finde ich gar nicht so krass. So, wenn wir mal ehrlich sind von den Artworks, ja, es sind schöne Artworks, keine Frage. Aber so ein Verhältnis zu so Sachen wie Pharaonic Guardian, Magician's Force, Spell, Magic Ruler, Metal Raiders, da finde ich die Artwork aus diesen ganzen Sets tatsächlich viel, 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 viel cooler als vieles, das eben in LOB geprintet wurde. Ne? Muss man auch ganz ehrlich mal so sagen. Ja, dann gehen wir mal auf die nächste Seite. Da haben wir hier unten aus Spell Ruler einen aufgegeben. 2 Megawandler, 6-mal den faszinierenden Kreis. Ein faszinierender Kreis hat ja tatsächlich eine Zensur. Die unzensierte Version, die hole ich mal ganz kurz. Ich mache mal kurz einen schnellen Cut und zeige euch mal, wie die unzensierte aussieht. Ja, hier haben wir tatsächlich die
faszinierenden Kreise aus Magic Ruler. Ziemlich teuer auch aus dem OCG. Die kosten auch 40, 50 Euro das Stück. Da finde ich unser Artwork doch irgendwie schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir holen das mal zum Vergleich raus. Ich nutze die Gelegenheit, um nochmal auf die perfekte Condition meiner Karten hinzuweisen. So, also die hatte ich Gott sei Dank gerade da. Normalerweise hat die in Tinboxen gegammelt. Ich hatte die auch in keinen Vorsortierungsordnern. Aber da ich zurzeit, ich glaube, 1000 Magnethalter bestellt habe, habe ich die rausgesucht, weil ich die in Magnethaltern haben wollte. Und dementsprechend habe ich die gerade da liegen. Also da finde ich unser Artwork doch schon einen Ticken schöner. Das hier wirkt natürlich ein bisschen mysteriöser wegen dem Hexagramm. Aber das hier sieht doch irgendwie epischer aus, muss ich sagen, ganz ehrlich. Gut. Dann haben wir hier noch einen starken Wachposten. Ein paar Mal Hawaii-Los. Random Brains Lieblingskarte. Und auch die Lieblingskarte von, wer hat die gespielt? War es Joey? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war Joey, ne? Jedenfalls war das auch von dem jeweiligen Spieler der Karte, die Lieblingskarte, so wie ich weiß. Und ich weiß, ich habe wieder wenig Ahnung vom Anime. Ich muss ihn wieder anschauen. Ich habe ihn mir das letzte Mal vor 10 Jahren angeguckt oder so. Invader of the Throne haben wir auch ein paar. Hier 5 Stück an der Zahl. Hier unten ein paar Thunwelten, einen Friedensboten, Banisher of the Light, klar, das sind halt so die üblichen Verdächtigen. Hier nochmal eine Thunwelt, Beschlagnahme war auch mal eine sehr, sehr, sehr gute Karte offensichtlich, die ein paar Euro ging. Qual der Wahl oben, sehr cool auch. Also Spell und Magic Ruler, das heißt, das Set ist sehr Spell-lastig von den Karten her. Würde ich mir auch mal wieder für die heutige Zeit wünschen, inklusive der einprägsamen Artworks. Wenn man sich mal die Zauberkarten von heute anschaut, das ist einfach komplett overdesigned, da kennt man kaum noch was. Ist bei den heutigen Karten tatsächlich, bei den alten Karten tatsächlich nicht so gewesen, was mich halt wirklich sehr gefreut hat. So, dann geht's weiter mit immer noch Magic Ruler. Genau, dann haben wir hier oben nochmal die hier Verbrecher-Duo, genau. Da haben wir, ich glaube, eine Spell Ruler, 2 Magic Rulers, eine Riesentrunade, nochmal 2 Messenger of Peace, und nochmal der schwarze Anhänger. Hier nochmal 2 Axt der Verzweiflung. Eines Magic Ruler, eines Spell Ruler auf Deutsch. Und dann kommen wir hier zu Pharaoh's Servant. Da haben wir, ich glaube 6 waren das, nicht noch mehr. Nee. 6 kaiserlicher Befehl in Secret Rare. Ich könnte schwören, dass ich noch mehr rumfliegen habe in irgendwelchen Tinboxen oder so. Wenn sie nicht hier drin sind, dann keine Ahnung. I don't know. Also ich habe, ich glaube 20 im First Binder. Aber ich müsste noch viel mehr haben als Unlimiteds. Keine Ahnung, wo die rumspüren, Leute. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Jedenfalls kaiserlicher Befehl. Auch eine coole Karte. Ging mal eine Weile extrem viel. Weiß nicht, wie es momentan aussieht. Ist aber nach wie vor eine begehrte Karte auf jeden Fall in Secret Rare mit einem sehr einprägsamen Artwork. Wirklich coole Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier Ruf der Gejagten aus Pharaoh's Servant. 4-mal an der Zahl. Dann noch 4000-äugige Opfer. In derselben Rarität wie aus Dark Beginning, wer hätte es gedacht. Oben haben wir einen Buster Blader, 2 Chain Destructions, unten nochmal Waffenstillstand, diesmal in Ultra Rares, sowie den Erzunterwäldler Mega Cyber oder der Unterwäldler Mega Cyber heißt er, glaube ich. Auch eine sehr coole Sache, auch eine sehr schöne Karte. Also ich muss sagen, Pharaoh's Servant ist so ein Set gewesen. Ja, Jinzo, Buster Blader und so, ist schon ein cooles Set gewesen, ist jetzt aber auch so eins, wo ich sagen würde, okay, kommt jetzt so von den Artworks her nicht ganz an die Sachen, die wir jetzt vorher hatten, ran, wie Legacy of Darkness, Pharaonic Guardian und so weiter. Trotzdem ein sehr cooles Set mit wirklich, wirklich schönen Artworks, also da wird ja wohl das Oldschool-Herz wird doch da höher schlagen, oder? Könnte man doch nicht erzählen, dass euer Herz da nicht hüpft, Leute. Meins hüpft auf jeden Fall. Ich liebe es, mir Karten anzugucken. Ich liebe es so unglaublich. Tja, weiter geht's auf jeden Fall auf der nächsten Seite. Goblin Angriffstrupp, hier übrigens mit dem Misprint. Ich zeige euch das mal. Seht ihr das? Der hat hier statt das Attributzeichen einen Stern. Nice, oder? Ja, den Misprint gab es tatsächlich recht oft. Den sieht man mittlerweile nicht mehr so häufig. Ich weiß nicht, ob das großartig wertsteigernd ist, aber er ist auf jeden Fall da. Sagen wir es mal so. Ist übrigens auch im Wert gestiegen. Als First Edition hast du für einen Goblin Angriffstrupp vor 3-4 Jahren 1 Euro bezahlt. In First. Ja, in First. Mittlerweile ist der Preis, keine Ahnung, verzwanzigfach oder so. Ist immer noch eine bezahlbare Erstauflage, aber trotzdem im Verhältnis zu früher richtig, richtig teuer geworden. Parasiten.
Parasitenparasit. Ich zeige euch mal was. Ich möchte euch nur noch mal kurz zeigen, wie perfekt die Condition meiner Garten ist. Spaß beiseite, Parasitenparasit, TCG, Parasitenparasit, OCG übrigens hier in einem wunderschönen Ultra Parallel Rare. Ich muss schon sagen, dass manche Artworks zensiert wurden, ist wirklich verständlich. Man gibt euch mal den Kack hier. Was zur Hölle? Oh, da wird einem ganz anders, ne? Eieiei. Aber ja, auf jeden Fall, beide Artworks sind schön. Ich finde das hier tatsächlich ein bisschen cooler. Leute, das ist Yu-Gi-Oh! Das hier! Darf ich daran erinnern, dass wir heute sowas wie Kuscheltiere haben? Dann auf der linken Seite haben wir noch Gerfried Eisenritter, da geht es so ein First in etwa 5 bis 10 Euro. Also PSV ist tatsächlich so ein Set, da wirst du nicht reich mit, auch nicht als First Edition. Klar, der Jinzo ist eine Menge wert, ich glaube, der geht schon dreistellig oder so. Aber so Sachen wie Parasiten, Spiegelwand, Gerfried, so diese ganzen Supers, da holst du nichts mit, ne? Das ist, und Unlimited sind die natürlich noch wertloser, ist ja vollkommen klar. Das ist halt mehr was fürs Auge, sag ich mal. Genau, auf der nächsten Seite haben wir dann noch ein paar weitere Super Rares. Hier magische Hüte, noch ein paar Spiegelwände. Ach, Grabräuber und Backup Soldier. Und natürlich die größte Spam Super Rare aus diesem Set überhaupt. Der Adlige der Auslöschung. Von dem es übrigens im OCG eine weitere Variante gibt. Ja, da haben Sie schon gesehen. Im Rarity Collection 3 Opening. Schaut mal vorbei. So, dann gucken wir, was uns auf der nächsten Seite erwartet. Da haben wir Labyrinth of Nightmares. Ja, da haben wir ein paar magische Zylinder in Secret Rare. Die letzten 4 in Unlimited, die ich habe sozusagen. Ein paar Elfen-Meteor-Einschläge. Auch das hier ist wieder eine, die sich farblich extrem abhebt. Das muss ich gar nicht rausholen, das sieht man schon so. Ein paar Begrenzer-Entferner. Elfenzwillinge gehen in First auch ein bisschen was. In Unlimited sind sie jetzt auch, glaube ich, eher weniger wert. Königlicher Befehl, eine Karte, die ich tatsächlich recht selten in Sammlungen sehe, was ich wirklich schade finde, weil es halt wirklich eine sehr schöne Karte ist. Aber Labyrinth of Nightmares ist auch so eine Sache, die halt wirklich, wirklich glänzt. Und ich kann es nur immer wieder erwähnen, schaut euch die Artworks der Zauber- und Fallenkarten von damals an und vergleicht die mit heute. Man muss sagen, zugegeben, Chapeau für die Designer der heutigen Zauber- und Fallenkarten-Artworks, das sind nämlich keine Artworks mehr, das sind richtig Gemälde. Ja, da kann man natürlich sagen, das sind ganze Gemälde. So. Problem? Sie sind teilweise so overdesigned, dass man nichts mehr erkennt. Man erkennt nichts mehr. Es gibt natürlich auch noch schöne Zauber- und Fallenkarten, aber ich bin einfach teilweise überfordert mit den Artworks. Das ein Problem haben sie schon behoben. Sie haben ja eine Weile lang bei Zauberkarten und Fallenkarten immer diese Blautöne gehabt. Da war alles blau, 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 blau. Jede Zauberkarte war irgendwie blau und jede Fallenkarte auch. Und da sind sie jetzt mittlerweile wieder so ein bisschen weg von. Aber von diesem Overdesign-Sein, da hapert es doch so ein bisschen. Sie haben mittlerweile wieder so ein paar schöne Zauber und Fallen, wo man wirklich sagen kann, Mensch, du hättest auch in Pharaoh's Servant rauskommen können oder so. Aber es ist immer noch ein kleines Problem. Ich finde, da muss Konami noch ein bisschen dran arbeiten. So, dann auch relativ cool, die Ultra-Rares aus Labyrinth of Nightmare. Wir haben hier einmal die Maske der Beschränkungen, die war ja eine Weile extrem gefragt, hatte dann im OTS-Tournament-Pack nochmal ein Super-Rare-Reprint. War ein First, eine 30-40 Euro-Karte oder hier auch der reißende Tribute, eine wunderschöne Karte. Schicksalstafel, auch der letzte Krieger eines fremden Planeten oder eines anderen Planeten. Ist wohl aus irgendeinem Grund extrem gefragt gewesen. Die Karte, für die sich selbst zu Release-Zeiten kein Schwein interessiert hat, die wollte jeder haben, hat dann sogar ein Reprint bekommen. Ich glaube, ein Dual Overlord oder ein Dual Power war das. Auch ein Ultra Rare, leider Gottes. Und dementsprechend ist die Karte natürlich hier als Original auch nicht mehr so viel wert, es sei denn, das ist halt eine gut erhaltene Erstauflage. Aber keine Ahnung, woher dieser Hype kam, der war wohl irgendwo spielbar. Hier oben haben wir nochmal ein Playset davon. Dann haben wir natürlich hier die Karte der sicheren Wiederkehr. Auch da könnte ich jetzt sagen, wartet mal kurz und das Original Artwork holen. Aber das muss ich nicht, denn im Prinzip ist der Mann halt nur nackig, ja, auf dem Originalbild. So, der hat halt kein Hemd und keine Hose an. Ansonsten ist das Artwork genau das gleiche. Ist also nicht allzu viel zensiert worden. Ich finde tatsächlich auch das mit den Klamotten schöner. Einen nackten Mann in Doggy-Position möchte ich jetzt nicht unbedingt auf meiner Yu-Gi-Oh!-Karte haben. Ich habe sie trotzdem auf meinen Yu-Gi-Oh! Karten, weil ich natürlich auch die aus dem OCG habe, aber das tut nichts zur Sache. Es geht halt um das, was ich gerne hätte oder nicht hätte.
Jedenfalls haben wir dann da oben noch Gemeinsam sind wir stark, eine Karte, von der ich immer davon ausgegangen bin, dass sie aus LOB kam, warum auch immer. So dass ich wieder angefangen habe, war ich felsenfest der Überzeugung. Das war lange her, das war noch zur Zeit, wo ich gesagt habe, Market ist Abzocke. Naja, auf jeden Fall, lange Geschichte. Jedenfalls dachte ich früher immer, dass die aus LOB kam, bis mich dann irgendwann ein kundiger Mann eines Besseren belehrt hat und mir beschrieben hat, was dieses kleine Kürzel eigentlich bedeutet. Genau, dann die maskierte Bestie natürlich, die sie in der Tactical Evolution Promo dann versaut haben mit diesem Effektmonster vom Artwork her. Die dunkle Todesfurcht, Grundlage für ein schönes Duelist Pack, das vor kurzem rausgekommen ist. Und dann geht es hier natürlich nochmal ein bisschen knackig weiter mit LON. Also da haben wir schon echt viele Seiten. Zweimal Kraft der Magie, nochmal eine hier Sach. Todesfurcht, dann die Feuerprinzessin natürlich auch ein sehr schönes Artwork, eine sehr schöne Super Rare. Macht tatsächlich in dem Fall einzeln nicht so viel her wie so als Gesamtbild tatsächlich. Ich denke auch eine neuner Seite würde sehr gut von der Karte aussehen. Zwei Wiederbelebungsschleime, eine Karte, die echt im Kopf bleibt vom Artwork her. Wenn sie grün wäre, dann würde es wohl ein bisschen aussehen, als hätte jemand gepopelt, aber ich muss sagen, ich finde das Artwork halt wirklich, wirklich mega cool. Zweimal Defusion, der Krug der Gier und so weiter, Basu der Seelenfresser, so richtige Klassiker, die wir hier halt einfach haben. Und hier die letzte Seite, Labyrinth of Nightmare. Genau, Ririoku Field, habe ich tonnenweise, absolute Spam-Super. Maske der Verfluchten, absolute Spam-Super. Auch Feuerprinzessin ist eigentlich eine absolute Spam-Super. Defusion ist nicht unbedingt, aber auch die ist nicht gerade selten. Also das sind Karten, die sieht man halt immer wieder mal. So, und jetzt kommen wir zum letzten Set des heutigen Videos, und zwar LOD, Legacy of Darkness. Dieses Set ist niemals auf Deutsch erschienen. Es ist immer ein englischsprachiges Display geblieben. Ich weiß gar nicht, ob es innerhalb Deutschlands vertrieben wurde oder nicht. Aber es war auf jeden Fall ein cooles Display mit coolen Artworks. Wir haben hier den General, den plündernden Hauptmann, den Haar, der ist mega cool, Last Turn, eine super, super tolle Fallenkarte mit einem super schönen Artwork. Und das sind eben auch die Dinger, die bei uns in Dark Revelation, Dark Beginning etc. eben rausgekommen sind. Sehr cool, muss ich sagen, eine wunderschöne Sache. Und das sind auch die Dinger, die in First eine Menge gehen. Ich glaube, der Hades, der ist irgendwo bei 50, 60 Euro in First. Ohne jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen zu wollen. Und auch, ich glaube, der Plündernde Hauptmann ist recht teuer als First Edition. Was haben wir noch? Hier, Azura Priest. Der ist als First Edition, glaube ich, auch bei 30 Euro oder so. Oder 20. Genauso wie er hier oben, weil der ist offensichtlich im Gold-Format gut spielbar. Ich habe mir erst letztens wieder einen First rangeholt. Der war teuer, ja. Aber tatsächlich wirklich Top-Mint. Also wenn du den zu PSA geschickt hättest, das wäre eine 11 gewesen, ja. Und ja, ich weiß, dass es nur bis 10 geht. Das war ein Scherz. Nur für die ganzen Klugscheißer, die jetzt gleich unten kommentieren. Ihr wisst ja, wie das ist. Auf jeden Fall Twin-Headed Behemoth, eine Karte, die ich zu der Anfangszeit, wo ich wieder angefangen habe zu sammeln, sehr häufig gesehen habe. Da kam ich mir fast überflutet vor. Behemoth, Twin-Headed Behemoth, überall dieser scheiß Behemoth in jeder Sammlung. Mittlerweile sieht man ihn eigentlich eher selten, vor allen Dingen in guten Zuständen kaum noch zu finden. Da will ich mir auf jeden Fall noch einen Schwung ranholen, am besten in First, weil da mangelt es bei mir tatsächlich. Da habe ich vielleicht 8 oder 7 Stück in First. Und das ist bei meiner Kartenmenge wirklich wenig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich fast 80.000 First-Karten also Oldschool-First-Karten habe. Naja, oder waren 70.000? Irgendwie so. Spear Dragon natürlich auch ein absoluter Klassiker. Das sind alles so Sachen, die auch so ein bisschen in der Hobby League rausgekommen sind. Azura Priest gibt es als Hobby League, ihn gibt es als Hobby League, ihn gibt es als Hobby League. Also Dark Border the Terrible, auch der hat ein alternatives oder ein unzensiertes Artwork. Ich finde das unzensierte tatsächlich viel, viel besser. Kann ich euch leider nicht zeigen, weil meine japanischen Dark Borders alle in hier Magnethaltern schlummern. Genau. Und dann kommen wir auf die letzte Seite, wo die letzten zwei Fächer unten leider leer sind. Dann haben wir nochmal 3 Dark Bolt oder Terrible, 2 Luster Dragons, die übrigens auch sehr schön aussehen. Und Reinforcement of the Army, eine Karte, die auch extrem spielstark war eine Weile lang und auch sehr gesucht und gefragt war. So, da haben wir nochmal die Apano-Karten. Die kann ich hier nochmal so ein bisschen hinlegen, damit man sie schon sehen kann. Und ja, so, das war's im Prinzip. Im Prinzip. Aber ich möchte noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar wird das nächste Video auch ein Sammelkartencheck. Allerdings möchte ich euch da ein tolles neues Produkt vorstellen. Nur das ist nicht neu, es gibt schon länger, aber es ist wieder so eine Art, wie sammle ich meine Karten? Ihr wisst schon, wie ich es damals mit den Koffern gemacht habe. Aber da lassen wir uns überraschen. Das Video wird dann wohl als nächstes kommen. Jetzt haben wir erstmal hier diesen schönen Ordner gehabt. Ihr werdet im Titel wieder sehen, wie viel das wert ist. Ich muss das jetzt erstmal alles durchrechnen. Ich weiß es selber nicht. Das mache ich immer nach dem Video am Abend mit einem schönen, kühlen
Bierchen vor meinem Rechner oder einem Spezi, je nachdem, worauf ich Bock habe. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, es ist nicht First Edition. Es gibt so ein paar Leute unter euch, die halt nur auf sowas stehen. Aber First Edition Binder gibt es bei mir nur selten. Ihr hattet ja letztens tatsächlich, ich glaube, einen 10.000 Euro First Edition Binder, den ich mal vorgestellt habe. Aber das war auch der Restebinder vom Restebinder vom Restebinder. Aber mehr wird es halt, was das angeht, nicht so häufig zu sehen geben. Einfach, ich hoffe, ihr versteht das, weil ich halt einfach so ein bisschen Schiss davor habe, dass wenn dieses Projekt dann das Laufen anfängt und ich einfach zu viel hier zeige, dass dann gesagt wird, okay, dann kann ich es mir ja auch for free auf YouTube anschauen sozusagen und muss da nicht hingehen. So, muss da keinen Eintritt bezahlen. Das wäre finanziell ein absoluter Flop und wenn das hinhauen würde, absolut desaströs. Und deswegen bin ich da wirklich sehr, 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 sehr vorsichtig. Ich erwähne das immer wieder, weil mir immer wieder Leute begegnen, die dafür vollkommenes Unverständnis haben und nicht verstehen, warum ich einige Karten nicht zeige und so weiter und so fort. Und ich möchte einfach, dass ich da ein bisschen verstanden werde. Und deswegen erwähne ich das immer mal wieder und erläutere auch, warum das so ist. Ja, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Wir sehen uns zu einem weiteren Video. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.